Und wenn du einer bist, der in der Nacht normalerweise betet und deine Mutter ist krank, dann bleib die ganze Nacht an ihrem Bett. Das ist besser, als dass du die Sunna machst. Denn dich um deine Mutter zu kümmern, ist eine Pflicht, liebe Geschwister. Wallahi al-Azim, wie viele Mütter hassen ihre Kinder. Sie gehen zum Hasch und bleiben vor der Kaaba stehen und sagen, Allahumma intaqim min waladi. Oh mein Herr, räche dich an mein Kind. Sie ist deine Mutter und sie ist am heiligsten Ort und sie bittet im Hause Allahs nur Allah und sie ist noch eine ungerecht behandelte. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم. Fürchte das Bittgebet von wem? Von einem ungerecht behandelten, das heißt dem Unrecht angetan wurde. ولو كان كافرا. Und selbst wenn es ein Kafir ist. Was mit deiner Mutter? Ist sie ein Kafir? Was denkst du, ob dieser Dua nicht trifft? Und wisst ihr, warum es vielen Leuten im Leben schlecht geht? Wallahi al-Azim, weil sie schlecht sind zu ihren Eltern. In Kuwait war ein Gerichtsprozess, liebe Geschwister. Da brachte man eine Angelegenheit zu dem Richter. Und er sollte richten zwischen zwei Brüdern. Was war das Thema? Ging es um Erbschaft? Ging es um Geld, um Vermögen, um Aktien? Wisst ihr, was das Thema war in diesem Gerichtsprozess? Jeder Sohn wollte für sich beanspruchen, dass die Mutter bei ihm wohnt, nachdem der Vater gestorben ist. Und deswegen haben sie einen Gerichtsprozess gegeneinander geführt. Leute, die verstanden haben, wisst ihr, dass wenn du schlecht bist zu deinen Eltern, dass bei Allah, Allah dich schon in der Dunya bestrafen muss. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة. Zwei Personen, Allah wird sie in der Dunya vor dem Jenseits bestrafen. وذكر منهم البغي يعني الظالم والعاق. Er nannte davon den Ungerechten, der Unrecht tut, und denjenigen, der schlecht ist zu seinen Eltern. Wenn sie dir verzeihen und vergeben, möge Allah Azzawajal unsere Eltern immer zufrieden mit uns machen, dann erst öffnen sich für dich die Tore des Paradieses, wo die nach Salaf mit ihren Eltern waren. Zubair ibn Ibrahim, rahmatullah alayh, er berichtete, ein Mann kam zu Umar radiyallahu anhu und sagte zu ihm, ich habe eine alte Mutter und sie ist nicht mehr in der Lage, richtig zu laufen. Und sie kann nicht mehr auf Toilette ihre Notdurft verrichten. So trage ich sie auf meinen Rücken und ich helfe ihr ebenfalls, sich zu waschen nach dem Toilettengang, während ich mein Gesicht von ihr abwende, aus Respekt. Habe ich meine Pflicht gegenüber ihr erfüllt? Dann sagte Omar radiyallahu anhu arda. Nein! Der Mann sagte, selbst wenn ich sie auf meinen Rücken trage und mich ihr zu Diensten anbiete, Omar sagte, sie hat dasselbe für dich getan, als du jung warst, während sie hoffte, dass du leben wirst. Was dich betrifft, du wartest nur darauf, wann sie endlich stirbt. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Ja? Sind wir ehrlich? Warten wir nicht darauf, dass sie endlich stirbt, damit wir nicht mehr diese Last mit unserer Mutter haben? Küsse die Füße deiner Mutter und küsse ihren Kopf und sag ihr, Mama, Allah, es tut mir leid, was ich gemacht habe dir gegenüber. Ich bin im Unrecht. Verlang, was du willst. Ich will nur, dass du mir verzeihst. Kannst du das oder kannst du das nicht? Ist dein Herz zu hart, um das zu machen? Wenn es zu hart ist, dann tut es mir leid. Aber wenn du Allah wirklich liebst und du sagst, dass du ihn liebst, dann sei gut zu deinen Eltern, für Allah. Ob deine Eltern ungerecht zu dir waren oder nicht, sei gut für Allah. Und vergesse niemals, deine Eltern haben viele schöne Dinge für dich gemacht. War deine Mutter nicht da beim ersten Schultag und sie ist mit dir zur Schule gegangen? Sie ist mit dir geblieben, damit du dich nicht als Fremder fühlst. Dein Vater, wie oft geht er arbeiten? Und er verletzt sich vielleicht sogar manchmal bei der Arbeit, nur um etwas nach Hause zu bringen und seinem Kind etwas dafür zu geben.